Es geht um das Thema Repriser. Mais. Braucht man einen Repriser? Ihr habt das gehört, man braucht einen Repriser. Also, heute haben wir einen tollen Talk mit SellerLogic. Damit auch ihr mehr Insights bekommt, wie man dieses Programm bedient, kriegt ihr jetzt vernünftige Insights von der Firma selbst. Wir haben extra ein Meeting für euch engagiert. Und zusätzlich dazu, wenn du das vorherige Video für SellerLogic noch nicht kennst, dann schau es dir unbedingt im Nachgang definitiv an. Viel Spaß. Hi Daniel, erstmal grüß dich. Freut mich, dass du da bist. Zwei Kölner haben sich gefunden in diesem YouTube-Video. Ja. Perfekt. Ja, danke für die Einladung. Ja. Sehr, sehr gerne. Heute geben wir eine Einführung in das Tool SellerLogic. Ich hatte ja dazu schon mal ein ausführliches Video, für mich ansatzweise ausführlich, natürlich für SellerLogic wahrscheinlich nicht, aber eine coole Einführung. Und jetzt haben wir einen netten Gast von SellerLogic, der uns dieses Tool einfach mal näher bringen wird. Daniel, erstmal ganz kurz stell dich einmal vor für die Zuschauer, die dich noch nicht kennen. Ja, genau. Also mein Name ist Daniel. Ich arbeite jetzt seit ungefähr 2,5 Jahren bei SellerLogic im Marketing. Davor habe ich für andere Tech-Startups hier in Köln gearbeitet und cool. Im ganz früheren Leben war ich mal Jurist, aber das ist schon lange her. Genau, ja, und ich bin bei SellerLogic, mache ich hauptsächlich, wie gesagt, Marketing. Ich schreibe englische Texte, aber wie das halt so ist, irgendwann haben die mich gefragt, Dani, meinst du eigentlich, du bist kamerascheu? Und ich war so, ganz ehrlich, so wie ich meinen Charakter einschätze, glaube ich eher nein. Und dann haben sie gesagt, hast du Bock, Webinare zu machen? Und deswegen darf ich heute zum Beispiel bei euch hier stehen und euch das Tool vorstellen. Ja. Gerne. Wofür braucht man generell deiner Meinung nach einen Repriser? Ich würde sagen, es ist einfach zeitsparend. Ne? Ich würde sagen, wenn man professionell verkauft oder eine bestimmte Anzahl an SKUs hat, dann lohnt es sich einfach, so viele Prozesse wie möglich zu automatisieren. Und vor allem auf so einem dynamischen Umfeld wie Amazon, wo die Preise einfach ständig wechseln. Also es gibt ja keine ruhigen 2 Minuten, wo ein Preis nicht verändert wird. Da macht es am ehesten Sinn, für genau solche Fälle ein Automationstool zu haben. Das ist in dem Fall natürlich der Repricer. Ja. Absolut, kann ich unterstreichen. Was würdest du sagen, ab welcher Menge? Also wie viele SKUs oder wie viele Asen sollte der Kunde im Regelfall Pi mal Daumen haben? Ich würde sagen, so an die 40, 50, das wäre schon sehr sinnvoll. Was ist deine Einschätzung aus der Erfahrung? Genau so, das würde ich auch sagen. Also bei uns, die meisten unserer Kunden haben dann um die, genau, wie du gesagt hast, 50 bis 60 SKUs. Und das ist dann der Zeitpunkt, wo sie dann sagen, okay, ich habe jetzt überhaupt keine Zeit mehr, das manuell zu machen. Das macht keinen Sinn. Und normalerweise, spätestens ab 60 SKUs, suchen sie sich dann einen Repricer. Das gibt am meisten Sinn, ja. Cool. Ansonsten hätte ich sonst keine weiteren Fragen. Ich würde mal sagen, gib uns doch gerne mal eine Live-Einführung am Bildschirm. Du hast jetzt übrigens auch einen Host, sodass es funktioniert. Okay. So, ich versuche das mal hier. Dem Zuschauer und mir vielleicht noch was verrätst, was ich noch nicht weiß. Und der Zuschauer wird auf jeden Fall guten Mehrwert ziehen. Okay, ich gehe erstmal hier raus. Also wie ihr sehen könnt, hier, das wäre sozusagen, wenn man sich einloggt, dann ist das hier sozusagen die Diensteansicht, die wir haben. Hier sieht man, das ist jetzt unser Demo-Account hier. Hier sieht man die drei Tools, die wir haben. Das ist der Repricer, Lost and Found und Business Analytics. Wir konzentrieren uns heute natürlich nur auf den Repricer. du meinst, das Video sollten wir recht kurz, also ich denke so 10, 15 Minuten oder so. Ne? Ich meine, wenn ich über den Repricer spreche, wir können dann in die Tiefen gehen, dann wird das Video über 40 Minuten lang. Ich glaube, das will keiner. Deswegen, ich würde vorschlagen, Pavel, wir machen das einfach so. Ich stelle heute einfach kurz das Dashboard vor und gehe dann nochmal in meine Produkte und wir gehen dann einfach durch die wichtigsten Strategien, wenn das so für dich passt. Und wenn du das dann machst, dann frage ich dich, hey, welche Strategie nimmst du dann dafür und so weiter? Perfekt, genau. Okay, also, genau, wenn wir in der Dienstansicht sind, gehen wir erstmal ins Dashboard. Das Dashboard dient einfach nur dazu, dass man sich als Seller einen genauen Überblick auf einen Blick einfach verschaffen kann über die wichtigsten Statistiken und Zahlen der eigenen Produkte. Also wie ihr sehen könnt, hier das Dashboard ist in 5 Partitionen aufgeteilt oder in 4 eher. Einmal hier oben haben wir die Statistiken, wir haben hier eine Bestellhistorie, dann hier unten eine Heatmap und hier auf der rechten Seite haben wir noch so ein paar Piecharts mit wichtigen Infos. Hier die Statistiken, diese Zahlen oder diese Werte, die basieren auf den letzten 14 Tagen. Also der Repricer schaut dann, was ist in den letzten 14 Tagen passiert und so kommen dann diese Zahlen zustande. Also hier sieht man Bestellungen, Verkaufspreis, Umsatz, Gewinn. Also hier unser hypothetischer Seller in der Demo-Version hat auf jeden Fall in den letzten 2 Wochen gut Cash gemacht. Ansonsten kann man hier sehen, welche Produkte, wie viele Produkte erfasst sind im Repricer, wie viele über FBA, wie viele über FBM verkauft werden. Und hier haben wir die Inaktivität und die Aktivität.
Das bezieht sich nicht auf Seller Central, sondern das bezieht sich tatsächlich nur auf den Repricer. Welche Produkte sind vom Repricer momentan erfasst und welche nicht? Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier drauf gehe, auf inaktiv, dann seht ihr, wenn ich drüber hover mit dem Cursor, dann blinkt das auf. Ich könnte dann praktisch hier drauf gehen und dann wird mir der Repricer anzeigen, welche Produkte im Moment inaktiv sind, sodass ich dann eventuell die aktivieren kann. Genau. So, einen Moment. Ansonsten, ja, die ganzen anderen Werte, die ihr seht, man kann dann zum Beispiel sehen, welche Produkte sind in der Buybox, welche müssen sich teilen, welche sind nicht in der Buybox und wo gibt es einfach keine Angaben. Und dann, ja, hier unten dann noch, welche sind noch ohne Min- und Max-Preis. Damit ist gemeint die Preis-Range. Also wenn wir jetzt zum Beispiel den Repricer einstellen, haben wir immer einen Minimalpreis und einen Maximalpreis, den wir einsetzen. Und das ist dann genau diese Price-Range, in der Repricer arbeitet. Das heißt, er wird nie tiefer gehen als den Preis, den man selber festgesetzt hat. Das ist also das, deswegen steht hier Min und Max. Daniel, was passiert, wenn zwei Menschen einen Repricer nutzen? Was passiert denn dann? Das ist eine gute Frage. Also im Endeffekt, du meinst, ob sie sich dann gegenseitig auscanceln oder was? Ja. Ja, in der Regel ist das so, dass es kommt auf den Repricer tatsächlich an. Ne? Also es gibt ja regelbasierte Repricer und es gibt dynamische Repricer. Mhm. Dieser Repricer, den wir benutzen zum Beispiel, der gewinnt erstmal die Buybox, aber dann hebt er den Preis sukzessive an. Das heißt, er gewinnt die Buybox mit, sagen wir mal, 14 Euro, dann sendet er ein Signal an Amazon und sagt, ey, wenn ich jetzt 2 Cent höher gehe, bleibe ich dann noch in der Buybox? Wenn Amazon zurückgibt, ja, dann setzt er den Preis höher, bis zu dem Zeitpunkt, bis Amazon sagt, nee, ab jetzt nicht mehr, ansonsten fliegst du raus. Und das ist dann, und genau, so funktioniert sozusagen der dynamische Repricer. Wenn das zwei regelbasierte Repricer sind, dann passiert sozusagen so ein Preisverfall. Also das ist dann sozusagen, die versuchen dann immer sozusagen die Buybox voneinander abzugewinnen. Und was dann passiert ist, der regelbasierte Repricer geht nur in eine Richtung, das ist nach unten. Und das heißt, der Preis wird einfach immer niedriger gesetzt und ja, dass es zu diesem Preisverfall kommt. Und das ist natürlich auf jeden Fall nicht im Interesse der Seller. Das heißt, ja genau, also um deine Frage zu beantworten, das kommt auf den Repricer an, ist es regelbasiert, dann passiert Preisverfall, wenn es dynamisch ist, dann einfach, dann wechselt man sich gegenseitig ab in der Buybox sozusagen. Okay. Genau, ja, hier die Bestellhistorie, da kann man einfach sehen, was in den letzten 14 Tagen passiert ist. Man sieht hier, man hat einmal die Amazon US und Amazon.de und wenn man hier drauf geht, und ihr seht, ne, wenn man drüber hovert, dann kann man sehen, auch auf die konkreten Tage gehen und sehen, was da genau passiert ist. Die Heatmap, die wir hier unten haben, die ist gerade momentan ein bisschen lost. In der Regel ist das so, sagen wir mal, zwischen 8 und 10 Uhr sind die meisten Verkäufe von Mittwochs bis Dienstags. Ja. Dann wäre das hier alles komplett rot und überall anders grün. Also die Heatmap zeigt dann beispielsweise, ne, wenn es rot ist, dann ist das genau das, dann ist das die Primetime, das ist dann, wo man mit dem Preis hochgehen sollte. Und die grünen Bereiche sind dann die, wo man mit dem Preis wieder runtergehen kann. Dafür ist die Heatmap da. Genau, und das hier auf der rechten Seite, das dient dann einfach nur kurz als Überblick, ne, damit man sehen kann, ah, okay, wie läuft es auf dem US-Markt, wie läuft es bei mir auf dem deutschen Markt und wie ist die Buybox-Aufteilung und was und wie viele Preisänderungen gab es in den letzten 16 Stunden, in den letzten 24 Stunden. Genau, das war es auch schon zum Dashboard. Ich würde jetzt einfach mal vielleicht in meine Produkte gehen und euch ein paar Strategien vorstellen. Genau, das ist ein sehr geiles Thema. Welche Strategie sollte der normale Kunde deiner Meinung nach anwenden? Also aus meiner Praxis, ich nutze die ganz normale. Ja, also das heißt, ganz normale heißt, ich bestimme meinen Mindestpreis und meinen Höchstpreis. Ich möchte immer Buybox, also die Buybox gewinnen. Das ist die Strategie, die ich nutze und womit ich sogar für meine Zwecke sogar erfolgreich bin. Ich habe eine Umsatzsteigerung von 8%. Ja, ich kann mich jetzt nicht beschweren. Erzähl mal, was ist deine Erfahrung? Also erstmal freut mich mega, dass der Repricer so gut für dich funktioniert. Daraus zähle ich ja auch persönlich Motivation, voll geil. Ja, also genau, was du meintest. Also sagen wir jetzt, wir wollen genau das machen, was du jetzt gerade wolltest. Ne? Du willst einfach mit deinem Produkt in der Buybox sein, so oft wie möglich. Sagen wir mal, das wäre jetzt dieses Produkt hier. Wir würden dann hier einfach auf Aktualisieren gehen. Und dann sind wir hier in dieser Maske.
Man klickt dann, also das Erste, was man machen muss, muss man hier unten auf Optimierung aktivieren klicken und dann kann man hier auf Benutzer definiert gehen und hier unten sieht man dann die verschiedenen Strategien, die wir haben. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, du bist Handelswarenverkäufer und du bist einfach nur in die Buybox, dann klickst du hier drauf und dann ist das Produkt für die Buybox aktiviert. Und dann passiert praktisch genau das, was ich gerade eben erklärt habe. Ne? Was der Repricer dann macht, ist, er sucht den Preis, womit du auf jeden Fall die Buybox gewinnst. Sobald du die Buybox hast und von der Visibilität der Buybox profitierst, sagt der Repricer, okay, jetzt haben wir die Visibilität, aber wir brauchen die Margen. Und dann geht er sukzessive hoch mit dem Preis, bis zu dem Zeitpunkt, wo Amazon dann halt sagt, okay, wenn du jetzt noch höher gehst, dann verlierst du die Buybox und keiner kauft mehr dieses Produkt. Oder beziehungsweise das Produkt wird nicht mehr so sichtbar. Genau, das ist auch für Handelsware, ist das die optimale Strategie. Man kann hier dann nochmal gucken, man kann hier priorisieren, welche Produkte oder welches Fulfillment dann priorisiert werden soll. Man kann das hier dann noch verändern. Wenn man sagen, man will jetzt nur FBM haben, dann geht das so. Genau. Und wir haben dann auch andere optionale Einstellungen, die man hier anwenden kann. Aber wenn man einfach das machen will, was du sagst, also einfach nur Buybox Anteil erhöhen und Umsatz steigern, dann ist das genau diese Strategie, die man benutzt. Welche Alternativen gibt es generell noch? Nochmal, sorry, die Frage. Welche Alternativen hätte der Kunde denn grundsätzlich noch? Genau, also wir haben dann noch, ich gehe mal hier nochmal zurück. Wir haben dann hier, also hier sind die ganzen Strategien aufgelistet. Die Strategien hier sind recht simpel. Ne? Das ist dann praktisch, wenn man nur auf Position 2 verkaufen will oder wenn man zum gleichen Preis gleich ziehen will wie die Konkurrenz. Hier kann man dann einstellen, was man will. Die interessantesten sind tatsächlich also die Buybox, die wir gerade eben schon besprochen haben, produktübergreifend Push und Daily Push. Produktübergreifend ist interessant für Private Label Seller. Es ist ja nämlich so, dass, sagen wir als Beispiel aus der Praxis, ich verkaufe jetzt extrem reißfeste Sportsocken der Marke Dani Sports. Ich bin der Einzige, der diese Socken verkauft. Es gibt keinen anderen, der Dani Sports vertreibt. Das heißt, ich muss nicht um die Buybox kämpfen. Ich habe aber sehr wohl ein Konkurrenzverhältnis zu anderen Leuten, die auch reißfeste Sportsocken verkaufen. Sei es, keine Ahnung, Nike, Adidas, die Jungs von Snox, die machen ja auch sehr geile Socken. Gegen die muss ich mich auch durchsetzen. Zwar nicht um die Buybox, aber ich muss mich ja trotzdem gegen die durchsetzen. Und das macht man mit der produktübergreifenden Strategie. Ich würde dann praktisch auf Amazon die Asin raussuchen von diesem Produkt, sagen wir dem Snox-Produkt oder so, die hier rein copy-pasten und auf das Plus drücken und dann wäre die praktisch, dann würde praktisch der Repricer dieses Produkt als Vergleich hinzuziehen. Ich glaube hier, also man kann da 20 Produkte reinziehen. Dann wird praktisch der Preis verglichen, nicht mit den Produkten im gleichen Listing, sondern produktübergreifend mit den Produkten, die man hier eingetragen hat. Und als Vergleichspreis kann man entweder gucken, es ist dann oft einfach der günstigste Preis oder der Buybox-Preis, je nachdem, ob das Produkt jetzt in der Buybox, ob das Konkurrenzprodukt jetzt in der Buybox ist oder nicht. Hier sind dann auch andere Optionen, die man anwenden kann, zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie, man kann zum Beispiel manche Amazon-Verkäufer auf die schwarze Liste setzen, wenn man sagt, okay, klar, die sind zwar vielleicht meine Konkurrenten, aber ich weiß, dass sie ungefähr 2 Wochen brauchen, um zu liefern, das heißt, sie sind eigentlich gar keine Konkurrenz für mich, dann würde ich diesen Amazon-Verkäufer hier auf die schwarze Liste setzen, damit der Repricer den nicht in Betracht zieht. Diese produktübergreifende Strategie, wie gesagt, also die lohnt sich auch für Handelswarenverkäufer, aber hauptsächlich für Private-Label-Verkäufer. Ich sehe dich gerade nicht. Ich bin da, also ich sehe dich wunderbar. Okay, perfekt. Diese Strategie, die Push-Strategie, die lohnt sich ebenfalls auch für Handelsware, aber auch für Private-Label-Seller. Die Push-Strategie, ich weiß ehrlich gesagt nicht, keiner hat mir jemals erzählt, warum die Push-Strategie heißt, aber ich denke mal einfach, weil sie die Margen nach vorne drückt. Was man hier macht, ist, man hat 2 Elemente, die hier ins Spiel kommen. Das ist einmal basierend auf verkauften Einheiten und einmal basierend auf dem im Zeitraum verkauften Einheiten. Das heißt,
wenn wir merken, wir haben jetzt ein Produkt, das verkauft sich richtig gut, das verkauft, das geht super schnell weg. Was man machen will, ist, man will natürlich den Preis anheben. Oder man sagt, okay, das verkauft sich überhaupt nicht, man will dann den Preis runtersetzen, damit man das aus dem Lager hat. Oder man will einfach den Preis runtersetzen, damit es sich noch mehr verkauft und man noch mehr Visibilität bekommt. Diese ganzen Sachen, die kann man mit der Push-Strategie automatisieren. Man hat hier zum Beispiel basierend auf verkauften Einheiten, ich würde hier jetzt einfach auf neue Regel erstellen gehen und ich könnte jetzt hier sagen, okay, nach, sagen wir, 5 verkauften Einheiten will ich, dass der Preis um 1 Euro steigt, hochgeht. Und natürlich kann ich auch sagen, nach 5 verkauften Einheiten soll der Preis, wenn ich will, dass der Preis um 1 Euro runtergeht, dann will ich das so eintragen. Was man auch machen kann, das Geile ist, diese beiden Elemente, die lassen sich miteinander verbinden. Also man kann zum Beispiel kombinieren, sobald das hier eingetreten ist, geht es rüber auf das zweite hier unten. Und hier könnte ich die Regel erstellen, zum Beispiel, wenn wir innerhalb von 10 Tagen weniger als 3 Einheiten verkauft haben, dann soll der Preis um 2 Euro runtergehen. So ungefähr würde das dann aussehen. Genau. Kannte ich noch gar nicht. Ja. Sehr interessant. Vor allem, ich habe sehr oft solche Produkte, zum Beispiel Produkte Oral-B. Also da habe ich jetzt mit 5 Sales geplant. Und hatte dann plötzlich 20 bis 30 Sales am Tag von einer einzigen Asin. Dafür wäre das zum Beispiel sehr interessant. Aber eher, dass der Preis hochgeht, nicht runtergeht. Ja, genau. Das war jetzt einfach nur ein Beispiel. Aber man kann das, also normalerweise nutzen unsere Kunden das natürlich auch, um den Preis hochzusetzen. Ne? Genau, wie du gesagt hast. Genau. Die letzte Strategie, die ich euch vorstellen will, wo bin ich jetzt hier nochmal? Das ist die Daily Push. Also wie du denken kannst, das ist schon recht ähnlich wie die Push-Strategie, aber nur mit einem Twist, nämlich dass diese Strategie erstmal nur auf verkauften Einheiten basiert. Und, einen Moment, der große Unterschied ist hier, dass, deswegen heißt es Daily Push, ist, dass es immer nach genau einem Tag zurückgeht auf den Ursprungspreis. Der Hintergrundgedanke hier ist, dass wir einmal natürlich viel verkaufen, aber auch die Visibilität bewahren, dass wir da nicht, ne, wenn wir je länger, wenn wir für eine lange Zeit zu einem hohen Preis verkaufen, verlieren wir an Visibilität. Deswegen ist die Daily Push Strategie dafür entwickelt worden, dass nach, ich glaube, 24 Stunden der Preis zurückgesetzt wird auf den Ursprungspreis und man dann sozusagen keine Visibilitätseinbuße hat. Und hier genau, also auch wieder bei der Push-Strategie kann man hier auch eintragen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich würde sagen, nach 5 verkauften Einheiten soll der Preis um 1 Euro hochgehen. Und dann würde ich das speichern. Und dann würde das einfach, ne, alle fünf Einheiten würde dann der Preis um 1 Euro hochgehen. Aber dann am Beginn des nächsten Tages um 0 Uhr geht es wieder auf den Ursprungspreis runter und wir haben keine Visibilitätseinbuße. Cool. Genau. Cool. Die zwei letzten Varianten waren mir persönlich zum Beispiel gar nicht bekannt, um ehrlich zu sein. Okay, ja. Yeah. Yeah. Ihr habt ja noch ein extra Feature, das könnten wir beim nächsten Mal vielleicht mal anschneiden, und zwar Lost and Found. Mhm, genau, ja. Ja, ich kann vielleicht nur kurz, also zusammenfassend, Lost and Found ist halt sehr interessant für FBA-Verkäufer, die keine Lust haben, sich durch die ganzen Reports zu wühlen, wenn es FBA-Fehler gab, und die passieren halt, ne? Ich meine, Wie sollen Fehler da nicht passieren in so riesigen Warenlagern? Aber die Sache ist, klar, Fehler können passieren, aber es sollte nicht der Seller derjenige sein, der am Ende die Rechnung zahlt. Und genau deswegen wurde Lost and Found halt entwickelt. Es ist halt ein Tool, das genau FBA-Fehler identifiziert und dann halt auch im Endeffekt die Rückerstattungen von Amazon fordert. Und also ich persönlich, ich bin noch nicht mal Seller und ich finde dieses Tool mega geil, weil ich finde es einfach eine faire Sache. Man sollte in so einem Fall eigentlich erwarten können, dass Amazon da proaktiv sagt, hör mal zu, wir haben Fehler gemacht, es kommt Geld zurück, sie machen, genau. Und deswegen ist es wichtig, dass es solche Tools wie Lost and Found gibt. Ja, funktioniert auch. Es ist immer noch ein kleines bisschen Arbeit verbunden, muss ich schon ehrlicherweise zugeben. Aber Fakt ist, am Ende des Tages funktioniert es. Und es erspart halt einem sehr, sehr viel Zeit. Auch wenn es immer noch 2, 3, 4 Minuten vielleicht kostet am Ende des Tages. Ja.
Aber es ist immer noch viel besser als 2, 3, 4 Stunden. Das ist richtig, das ist richtig. Und vielleicht kann ich, also an dieser Stelle könnte ich vielleicht noch sagen, wir haben bei SellerLogic jetzt, wir arbeiten jetzt mittlerweile daran, dass genau das, was du gesagt hast, diese eine Pain, klar, es sind vielleicht nur 3, 4 Minuten, es sind aber trotzdem 3, 4 Minuten, die man einsparen könnte. Wir arbeiten jetzt daran, Lost and Found, bei Lost and Found einen Full Service zu entwickeln, dass genau diese 3, 4 Minuten, dass genau diese 3, 4 Minuten dann nicht mehr investiert werden müssen, sondern dann vielleicht noch eine oder 30 Sekunden. Genau, das ist. Das wäre toll. Ich nutze es ja jetzt schon, auch mit diesen 3, 4 Minuten. Wie Ja. gesagt, gibt es nichts Schlechtes auszusetzen, außer ja, dass es ein bisschen zeitintensiv ist, oftmals. Ja. Aber Fakt ist, am Ende des Tages klappt es. Also wenn man da hartnäckig ist und immer dran bleibt, immer wieder die Cases reaktiviert, dann kommt man zum Erfolg. Und das ist immer noch, wie gesagt, besser, als sich mit Amazon eigenständig rumzuschlagen. Ja. Eine bessere Alternative habe ich bis jetzt, ehrlich gesagt, noch nicht gefunden. Cool. Yes. Was sind deine Cool. abschließenden Worte? Reprise zum Talk hat mir auf jeden Fall Spaß bereitet. Wie gesagt, zwei Kölner. Ich wusste jetzt gar nicht, dass Danke. du aus Köln kommst, aber okay. Ja, vielleicht sehen wir uns ja abends irgendwann mal. Ja. Bestimmt, bestimmt. Irgendwelche abschließenden Worte Ja. für den Zuschauer? Muss ich mal überlegen. Ich habe letztens ein Zitat gehört von Jeff Bezos. Ich musste erstmal googeln, ob er das wirklich gesagt hat. Er meinte, we are not in the business of helping people. No, we're in the business of helping people buy things. We're not in the business of helping people sell things. Und da hat man, ich finde, da merkt man halt sofort, okay, man weiß auf jeden Fall, wo die Prios sind. Amazon, wie gesagt, geiles Unternehmen, kundenzentrisch, aber die Sache ist, die Seller sind auch Stakeholder. Die Seller sind auch Stakeholder. Und wenn man als Stakeholder auf einer Plattform verkauft, wo man selber nicht Prio ist, dann muss man sich halt Unternehmen suchen oder Partner suchen, für die man selber dann Prio ist. Und deswegen bleibe ich immer bei dir. Ich sage nicht, kommt zu SellerLogic, aber auf jeden Fall, was ihr machen solltet, ist, ihr geht irgendwo hin, holt euch, automatisiert euch so viel ihr könnt. Und genau, das macht einfach das Leben einfacher. Und es ist einfach auf einer Plattform wie Amazon, die so dynamisch ist wie Amazon, überlebenswichtig, vital für ein Unternehmen. Coole Genau. abschließende Worte mit einem Zitat sogar. Hast du dich gut vorbereitet? Siehst du, manchmal, ja. Perfekt. Ich bedanke mich für deine Zeit und wir Ich sehen bedanke mich uns ebenfalls, definitiv Pavel. bald mal wieder. Bis bald. Mach's Okay, bis gut. dann. So, liebe Leute, ich hoffe, der Talk hat euch einiges an Mehrwert geliefert. Wenn auch du viel mehr Content in dem Bereich E-Commerce etc. erfahren möchtest, dann bist du auf diesem YouTube-Channel goldrichtig. Abonnier uns gerne jetzt und ich freue mich auf das nächste Video mit dir. Und vielleicht auch mit der Katze gemeinsam. Bis bald.